Eine großartige Möglichkeit, dein Buch noch interaktiver zu gestalten, sind Links. Mit Links können die Leser zu einer bestimmten Seite springen. Du kannst sie aber auch auf ein externes Angebot, auf eine Webseite führen. Links können Texte, aber auch Bilder sein. Zunächst einmal jetzt ein Text. Da kannst du das ganz normale Textwerkzeug nehmen oder auch diese comicartigen Texte. Bevor ich jetzt dieses Textwerkzeug verlasse, überfahre ich das Wort, das zu einem Link werden soll. Ich kann also auch nur ein einzelnes Wort innerhalb eines ganzen Textes zu einem Link machen. Und hier gebe ich entweder die Webadresse oder die Seitennummer ein. In diesem Falle 6. Save, dann und bereits ist dieses Textfeld zu einem interaktiven Link geworden. Genauso kann ich ein Bild, das ich zum Beispiel hier jetzt in Google gesucht und eingefügt habe, zu einem Link machen. Über das i-Werkzeug kannst du hier wiederum entweder die Seite angeben oder in diesem Fall habe ich jetzt eine Webadresse kopiert zu diesem Centre Pompidou und bereits funktioniert das. Wenn ich jetzt auf Abspielen gehe, so werde ich direkt zu dieser entsprechenden Seite geführt mit Klick auf Eiffelturm und hier komme ich auf die entsprechende Webseite. Also eine einfache Möglichkeit, beispielsweise auch ein Inhaltsverzeichnis in einem umfangreicheren Werk zu erstellen.